Diabetes an sich kommt ja immer schon mit einem gewissen Aufwand einfach leider daher, bestimmten Herausforderungen, die man sich stellen muss und die man bewältigt. Aber was ist, wenn man neben dem Diabetes auch noch eine Sehbehinderung hat oder sogar blind ist? Wie bekommt man seinen Alltag und das Diabetes-Management bewältigt mit einer starken Einschränkung der Sicht? Mit jemandem, der davon betroffen ist, kann ich heute sprechen. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem es um Diabetes und Sehbehinderung bzw. Blindheit geht. Ein Thema, was ich bis vor ein paar Wochen absolut gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, auf das mich allerdings der Sandy vom Kanal Sandys Diabetes Loop gebracht hat und der meinte, wir müssten mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema, für dieses auch Problem schaffen. Man schätzt nämlich, dass in Deutschland jeder vierte bis dritte Mensch mit Diabetes eine Retinopathie hat. Das ist eine Folgeerkrankung an den Augen, die leider durch den Diabetes entstehen kann, wenn man über einen zu langen Zeitraum, und man redet hier wirklich über mehrere Jahre, zu hohe Blutzuckerwerte hat. Diese hohen Werte schädigen nämlich auf Dauer gesehen die Netzhaut und das kann dann zu einer starken Einschränkung der Sehkraft führen oder sogar im schlimmsten Fall zur Erblindung. In Deutschland bei 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes sind davon also tatsächlich ca. 2,1 bis 2,8 Millionen Menschen betroffen. Ich selber kann zu diesem Thema eben nichts sagen, aber dafür habe ich heute glücklicherweise die Möglichkeit, mit Thomas zu sprechen. Hi Thomas, schön, dass das klappt. Wir wollen heute über Diabetes und Sehbehinderung sprechen. Seit wann hast du Diabetes? Wann wurde das festgestellt und wie bist du quasi so damit aufgewachsen? Ja, also es wurde festgestellt, wo ich 1 Jahr und 2 Monate alt war. Ich bin ja relativ normal aufgewachsen, würde ich sagen. Das Einzige, was schwierig war in der Kindheit, es gab ja noch keine Insulinpumpen oder Pens. Ich musste halt alles wirklich händisch mit Spritzen machen, beziehungsweise am Anfang meine Eltern. Waren das auch noch diese Spritzen, die man so auskochen musste? Nein, das waren alles, das waren Einwegspritzen schon. Ah, okay. Und ja, das Problem war halt, ich musste zu bestimmten Uhrzeiten eine bestimmte Menge essen. Wenn ich vorher oder später Hunger hatte oder gar keinen Hunger, ja, Pech, musste ich durch. Klingt blöd, aber ist leider so gewesen. Okay. Ja, und im Jugendalter, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich war wohl so 12, 13 Jahre alt, da kamen dann die ersten Insulinpens auf den Markt und damit habe ich dann auch ein paar mehr Freiheiten gehabt. Damit war ich zum Beispiel nicht mehr an die Uhrzeiten gefesselt. Dann konnte ich auch mal spontan was essen und dann gab es auch Lehrgänge, dass ich mich ja wie ein normaler Mensch, also ein gesunder Mensch ernähren darf und kann. Inwiefern, also warum ging das vorher quasi nicht? Das ist eine gute Frage. Ich schätze einfach mal, ich weiß jetzt nicht, die Pens sind halt nicht groß anders als die Spritzen, außer dass man das, dass das wesentlich mobiler ist und weniger Vorbereitungszeit braucht. Und vielleicht hat sich das auch in der Medizin einfach geändert. Weil die Medizin, ja, okay. die ist ja auch nicht stehen geblieben in den 12, 13 Jahren. Glücklicherweise nicht, ja. Dann lass uns zum eigentlichen Thema heute kommen. Es geht ja um Diabetes und Sehbehinderung, beziehungsweise auch Blindheit im Allgemeinen. Wie steht es um deine Augen? Was hast du da für eine Erkrankung? Es ist so, es wurde 2012, habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und bin dann zum Augenarzt gegangen und dort wurde dann festgestellt, diabetische Retinopathie. Das ist eine Netzhautablösung, das heißt, die Netzhaut des Auges fängt an, sich abzulösen, so dass ich auf dem rechten Auge eigentlich nur noch hell und dunkel sehe. Mein Visus beträgt dort 0,04, kann man ungefähr mit 4% vergleichen, also Augenärzte sagen 4%. Und auf dem rechten Auge bin ich bei 0,2 bis 0,25, also zwischen 20-25%, je nach Tagesform, wie es mir auch geht. Ja, und dann hat man noch festgestellt, auf dem rechten Auge ist auch noch eine Makuladegeneration. Das heißt, der Punkt des schärfsten Sehens ist blind. Ja, und der Sehnerv ist total schlecht durchblutet aufgrund von zu hohem Augendruck. Es ist schwer zu beschreiben, wie ich da sehe, weil, ja, versuch einen sehenden Menschen zu erklären, wie es ist, dass dort nichts ist. Das kann man halt sehr schwer beschreiben. Es gibt Bilder, die sind dort sehr zutreffend.
aber die treffen es auch nicht zu 100%. Hast du das damals irgendwie, also hast du irgendwann was gemerkt oder was war so der Auslöser, dass das überhaupt irgendwie entdeckt wurde? Ja, beim rechten Auge habe ich gemerkt, dass ich wie durch so milchiges Glas gucke. Also das war wie so ein Grauschleier. Okay. Und dann bin ich damit zum Arzt und dann wurde das festgestellt. Das hatte ich aber nur beim rechten Auge, beim linken Auge komischerweise nicht. Du hast es jetzt gerade dann schon so ein bisschen angesprochen. Wie sieht denn dann heute dein Alltag mit Diabetes und einer Sehbehinderung aus? Also wie kriegst du das alles hin, eben mit Pens oder Pumpe? Wie managst du deine Therapie da gerade und wie kriegst du das eben auch mit dieser Augenbeeinträchtigung hin? Ja, also ohne eine Handlupe funktioniert gar nichts mehr. Die ist wirklich eine sehr gute, sehr große Hilfe. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Meistens reicht noch die zweifache Vergrößerung. Teilweise brauche ich aber auch sechsfache Vergrößerung. Das sind dann unterschiedliche Lupen? Genau, das sind zwei unterschiedliche Lupen. Dann das eine, diese doppelte Vergrößerung, das ist eine von ganz normal vom Flohmarkt. Und diese sechsfache Vergrößerung, die muss man sich über einen Optiker besorgen. Ja, und ansonsten habe ich für die Maßnahme, die ich im Moment mache, eine Arbeitsplatzbrille bekommen. Das heißt, es ist eine Kantenfilterbrille und die lässt mich das auf der Pumpe komischerweise klarer sehen, obwohl dort keinerlei Verstärkung drin ist, also keinerlei Dioptrien oder ähnliches. Es ist einfach nur, dass sie, vor meinen Augen eine Art Orangefilter ist. Das heißt, das ganze Blau geht in erster Linie raus. Okay. Und damit habe ich festgestellt, kann ich die Insulinpumpe deutlich besser lesen. Und ansonsten, wenn ich rausgehe, habe ich immer meinen Blindenstock dabei. Und da arbeite ich dann viel mit dem Handy, also viel mit Voice-Over. Sprich, das Handy sagt mir, wo gerade der Fokus liegt auf dem Handy. Und nutze vom Handy dann die Vergrößerungssoftwaren. Ah, okay. Also da zeigt dir das Handy dann einfach ein kleineren oder näheren Ausschnitt quasi direkt auf dem Display an? Also ich kann zum Beispiel einzelne Sprachnachrichten über WhatsApp, die werden dann fokussiert und dann liest mir das Handy das vor und durch eine Wischbewegung kann ich dann eine Nachricht vor- oder zurückspringen. Also das legt halt, das VoiceOver legt einen Fokus auf ein Display und durch Wischbewegungen kann ich mich dann über das Display bewegen und durchs Doppeltippen bestätige ich Sachen. Hast du einen Blutzuckersensor oder misst du immer blutig deinen Blutzucker? Ich habe mittlerweile einen Sensor. Der ist auch eine sehr große Erleichterung. Man muss nicht ständig dran denken, sich einen Blutzucker zu machen. Oder, oh Gott, bin ich jetzt zu hoch oder zu niedrig? Weil der Sensor übermittelt über Bluetooth den Wert auf mein Handy. Und das Handy würde dann Alarm schlagen, wenn ein gewisser Wert unter- oder überschritten wird. Und das Ablesen, also das macht dir dann auch keine Probleme, eben durch diese Vorlesefunktion, sage ich jetzt einfach mal, kannst du dann die Werte auch von deinem Handy lesen. Okay. Richtig, die sind aber auch tatsächlich noch so groß, dass ich es auch ohne Lupe lesen kann. Aber es würde auch mit dem Voice-Over gehen, das funktioniert. Ah ja, okay, gibt es ansonsten andere Herausforderungen noch in deinem Diabetes-Management? Ich weiß, wie ist das zum Beispiel mit Kathetersätzen? Ist das irgendein Problem für dich? Nee, also das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren, über 10 Jahre mittlerweile. Das beherrsche ich eigentlich im Schlaf. Wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, was würdest du dir denn wünschen, was noch irgendwie verbessert werden müsste, eben für speziell Diabetiker mit einer Sehbeeinträchtigung? Also irgendwelche Produkte oder sei es generell ein anderer Umgang, Technologie? Hast du da irgendwas im Kopf, wo in Zukunft noch dran gearbeitet werden muss, soll, damit sich deine Situation da irgendwie verbessert und dir der Alltag so ein bisschen vereinfacht werden kann? Ja, gibt es bestimmt. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von einer Insulinpumpe, die versuche ich auch zu bekommen. Die kann nämlich mit dem Sensor zusammenarbeiten. Die ist auch für Blinde und Sehbehinderte bedienbar. Die arbeitet nämlich mit Akustik, also die gibt immer eine akustische Rückmeldung. Man müsste halt in dem Fall nur lernen, was welcher Ton bedeutet. Das ist, glaube ich, die AccuCheck Inside-Pumpe, ne? Genau, genau.
die versuche ich zu bekommen. Und ansonsten, ja, müsste man eigentlich mal die Krankenkassen mehr darauf aufmerksam machen, auch auf gewisse andere Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens versucht, eine Kantenfilterbrille zu beantragen. Die wurde abgelehnt. Was ist das für eine Brille? Die kommen eigentlich aus dem Sportbereich. Die verändert halt den Kontrast. Okay. Und ich habe halt versucht, eine bestimmte zu bekommen, die mir für draußen helfen würde, wenn sehr stark die Sonne scheint. Wurde aber abgelehnt und mir wurde in der Reha, die ich gerade mache, gesagt, ja, das ist auch kein Wunder, weil die Optiker ihre Kataloge einfach nicht überarbeiten und aktualisieren. Wenn die das so machen würden wie die Hörakustiker, würden die Krankenkassen auch deutlich mehr übernehmen. Du hast es gerade eben auch gesagt, also es gibt da diese Pumpe, die auch für Blinde, also so eine Funktion hat für Blinde, dass man das eben übers Gehör die komplette Pumpe bedienen kann. Wenn du jetzt rein hypothetisch nur komplett blind wärst, aktuell deine Pumpe könntest du dann nicht bedienen, ist das richtig? Nein, die könnte ich nicht. Da müsste ich, weil ich muss erstmal eine Taste drücken, um die Pumpe zu entsperren. Und die welche Taste ich drücken muss, also das sind so vier Pfeiltasten habe ich auf der Pumpe und es wird mir auf dem Display angezeigt, welche ich drücken muss. Also alleine da würde es schon scheitern, weil okay. Wie soll ich das sehen, ne? Welcher Pfeil da jetzt gerade aufblinkt. Also jetzt geht es noch, aber wenn die Sehkraft schlechter wird oder gar nicht mehr da ist, dann geht das nicht. Klar, ich könnte danach versuchen, das Menü auswendig zu lernen. Dann könnte ich mich zwar noch durchs Menü navigieren, aber dann einzustellen, welchen Blutzucker ich habe, da muss ich dann mitzählen im Kopf. Und wenn ich mich dann einmal verdrücke oder mich verzählt habe, dann bin ich auch aufgeschmissen. Das sehe ich nämlich als ganz großes Problem an, dass es dann nur diese eine Pumpe quasi gibt, glaube ich sogar auf dem Markt im Moment hier in Deutschland, die überhaupt nur so eine Funktion hat, oder? Bist du da? Meines Wissens nach auch. Okay. Das ist auch mein Wissen. Und sieht es bei deinem Sensor ja auch so aus eigentlich, oder? Also du meintest eben, du kannst es sogar noch vom Display ablesen, aber ohne... Ja, aber ich weiß, dass dieser Sensor, den ich habe, mit der Insight zusammenarbeitet. Also wenn man das nutzt, dieses Loop-System heißt das von der Pumpe, wenn die Pumpe und der Sensor zusammenarbeiten, da funktioniert tatsächlich mein Sensor mit. Welchen Sensor hast du gerade? Den Dexcom G6. Ah ja, okay. Und den nutze ich halt über die Handy-App und die Handy-App ist absolut barrierefrei. Also selbst wenn ich gar nichts mehr sehen würde, würde ich immer noch mit VoiceOver klarkommen. Ja, das hat uns, glaube ich, schon mal einen guten Einblick gegeben, so in dein Leben, vor allem mit Diabetes. Lass uns jetzt zum Ende hin nochmal so generell irgendwie ein Verständnis einfach für Menschen mit einer Sehbehinderung oder blinde Menschen irgendwie schaffen. Gibt es da so aus deiner Sicht, also weil ich weiß, beim Diabetes gibt es tausend Sprüche, die Leute irgendwie schon mal zu hören bekommen haben, die einfach irgendwie nicht so mega angebracht gewesen sind. Was sind so aus deiner Sicht quasi gegenüber Menschen mit einer Sehbehinderung No-Gos, beziehungsweise was sollte man stattdessen machen, wie sollte man sich verhalten? Also Sprüche, die ich schon mal gehört habe, der kann ja gar nicht blind sein, der kann ja noch auf sein Handy gucken. Weil ich den Blindenstock gerade in der Hand hatte und das Handy über VoiceOver bedient hatte. Also solche Sprüche einfach sein lassen. Ich meine, blind heißt nicht gleich nichts sehend. Also du kannst noch bis zu 2% Sehkraft haben und du bist trotzdem gesetzlich blind. Aber das größte No-Go, was mir selber widerfahren ist, dass man mir einfach an den Ellbogen greift und mich irgendwo hinzieht, ist super unangenehm. Also erstens erschrecke ich, zweitens verliere ich die Orientierung. Und drittens wissen die Leute ja gar nicht, ob ich die Hilfe möchte, beziehungsweise wo ich denn überhaupt hin möchte. Besser ist es, anzusprechen, zu fragen, ob man helfen kann. Es kann natürlich passieren, dass der Blinde oder Sehbehinderte Nein sagt. Da muss man nicht enttäuscht sein. Dann liegt es einfach wahrscheinlich daran, dass er noch versuchen möchte, so selbstständig wie möglich zu sein. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also was mir zum Beispiel immer eine große Hilfe ist, wenn mir am Bahnhof angeboten wird, ob man mir beim Zug einsteigen helfen kann, weil an den Zug lang bis zu der Tür, das ist einfach unangenehm, weil die Züge sind von außen einfach extrem schmutzig.
wenn ich dann jemanden habe, bei dem ich mich einhaken kann, der mich mit zur Tür nimmt, ist mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. Man kennt ja vielleicht diese weißen Rillen und genoppten Felder auf dem Boden. Das ist das Blindenleitsystem. Wenn ihr dort draufsteht und seht, dass jemand mit einem Stock kommt, bitte macht es frei. Das ist eine riesige Erleichterung für uns. Wir fühlen mit dem Stock dann einfach, wo wir lang gehen müssen, kriegen auch über dieses Leitsystem Hinweise. Und dieses Leitsystem muss auch von Gesetzes wegen freigehalten werden. Vielen lieben Dank dir, Thomas. Hat mich gefreut, mal mit dir drüber sprechen zu können. Ja, mich hat's auch gefreut. Dann mach's gut. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Was mir jetzt heute nochmal und auch generell in Vorbereitung auf dieses Video hier bewusst geworden ist, was mich negativ erstaunt hat, ist die Tatsache, dass sich ja schon in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel in der Diabetestechnik getan hat, wofür ich ja auch mega dankbar bin. Aber dass anscheinend bei diesem ganzen Entwicklungsprozess Menschen mit einer Sehbehinderung, blinde Menschen mit Diabetes irgendwie ziemlich außer Acht gelassen wurden, dass an die nicht so wirklich gut gedacht wurde. Ich meine, wenn es in Deutschland hier nur eine Insulinpumpe gibt, die überhaupt eine Funktion hat, damit blinde Menschen mit Diabetes sie bedienen können, dann ist es definitiv zu wenig. Und ich denke, dass man so eine Funktion in der Pumpe hat, um eben ein hörbares Menü zu haben, das kann eigentlich auch technisch gesehen nicht das Hexenwerk sein. Dementsprechend, liebe Medizinproduktehersteller, da ist noch einiges an Luft nach oben, um die Versorgung von blinden Menschen mit Diabetes in gewisser Weise ja überhaupt erst zu ermöglichen und um auch Menschen wie Thomas mit einer Sehbehinderung zu unterstützen. Und dann soll es das jetzt auch hier von diesem Video gewesen sein. Wie fandet ihr dieses Interviewformat? Gebt gerne mal einen Daumen nach oben oder auch nach unten, sowie über ausführlicheres Feedback in den Kommentaren. Freue ich mich natürlich auch wie immer gerne. Und dann schaut jetzt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das Video vom Sandy eben auch zu diesem Thema an. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung sowie auch hier verlinkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.